Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Wir fahren heute einen Intercity und gezogen wird das Ganze von der Virtual Railroads Baureihe 218. Und zwar fahren wir heute den Intercity 2084 und ich starte das einfach mal. Und wir werden einfach mal schauen, was da auf uns zukommt. Und ja, ich finde sowas mal ganz schön, auch mal wieder eine Diesellok als Zuglok zu haben. Und wenn das Ganze mal hier starten, das Szenario nennt sich Intercity 2084 Nebelhorn. Du übernimmst heute den Intercity 2084 Oberstdorf Augsburg auf dem Streckenteil Oberstdorf bis Kempten. Rüste deine Lok auf und mach dich abfahrbereit. Abfahrt ist um 9:41 Uhr. In Immenstadt hast du einen Aufenthalt von 18 Minuten, da du die Lok abkoppeln musst und hinten an den Zug wieder dran koppeln musst. Zugdaten: Gesamtzuglänge 147 Meter, PZB Zugart, O Höchstgeschwindigkeit 140 km pro Stunde. So, und nun viel Spaß und eine gute Fahrt. Ja, das heißt, wir werden ja einfach mal unseren Zug aufrüsten und auch die Türen öffnen und was wollte ich noch genau? Instrumentenleuchte. Leistung. Die Batterie. So, dann werden wir den ganzen mal starten hier. Hören uns das Ganze mal von außen an. Ich glaube, wir müssen noch ein Stück vorziehen. Finde ich gerade ein wenig komisch hier, muss ich ehrlich sagen. Also die Türen lassen sich nicht öffnen, warum auch immer.
Was ist das für ein komisches Szenario? Fahren wir einfach mal weiter und sehen, was passiert. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Reisende, ich begrüße Sie recht herzlich im IC-2784 nach Augsburg auf Barot. Für den nächsten Aufenthalt sind Sie in Sonnenhofen, Immerstadt, Denken, Aufbeuren und Südlohe. Der nächste Aufenthalt ist der Reise für den Besuch nach Gleis 2, der Ausflug für die Körperliche Seite. Ladies and Gentlemen, wir sind in Augsburg. Wir starten einfach mal neu. Ich glaube, irgendwie ist hier ein kleiner Fehler drin. Der Stopp in Oberstdorf hat nicht gezählt. Warum auch immer. Das zählt einfach nicht. Egal, was man tut.
Türen sind auch nicht offen. Naja, fahren wir einfach mal weiter. Dann ist dieser Stopp eben irgendwie fail. Warum auch immer. Ich kann es euch leider nicht sagen, woran das liegt. Das ist wahrscheinlich ein Bug vom Szenario. Aber ich hoffe, es macht trotzdem einigermaßen Spaß zuzusehen. Nach Augsburg auf Bahnhof. Unsere nächsten Aufenthalte sind Fischen, Sonthofen, Immenstadt, Kempten, Kaufbeuren und Buchloe. Unser nächsten Aufenthalt Fischen erreichen wir in wenigen Minuten auf Gleis 2. Der Ausstieg befindet sich auf der linken Seite. Ladies and gentlemen, we welcome you in the Intercity 2084 to Augsburg. Our next stops are Fischen, Sonthofen, Immenstadt, Kempten, Kaufbeuren and Buchloe. We arrive shortly our next stop, Fischen on platform 2, the extra left hand side. Ja, dafür haben wir ja eine wunderschöne Gegend, muss ich ehrlich sagen. Also diese Berge, das ist wunderschön, wirklich gefällt mir sehr.
vielleicht 20 km/h Beschränkung auf uns zu. Km/h hat man wirklich sehr schnell überschritten. So, jetzt sind wir überhaupt erst mit der 60. So, die Türen auf. Hier funktioniert's. Tadellos. Naja. Der Sound ist einfach mega von der 280. Kann man nicht anders sagen. Mega Sound.
So, nächste Plattform, Sonthofen. Schöne Gegend. Sehr, sehr schön. So, jetzt dürfen wir auch gleich 80. Was mir persönlich sehr gefällt, dass wir mal ein wenig auf Geschwindigkeit kommen. Und hier nicht mit 40, 50, 60 durch die Gegend tuckern. Wobei. Ah, wir haben noch gut 4,5 Kilometer bis zur nächsten Station. Von daher können wir ein wenig aufschalten. KI-Verkehr ist auf eingleisigen Strecken natürlich eher selten. Von daher ist es natürlich kein Wunder, dass sie jetzt so wenig entgegenkommt. Aber ich will doch hoffen, dass sich das bis Captain noch erledigt, beziehungsweise bessert. So, und in Immenstadt müssen wir dann unsere
Lok umsetzen. Und von dort aus dann nach Kempten fahren. Da steht ein Triebfahrzeug. Triebwagen. 612 dürfte das sein. Das ist der 612er Legio-Schwinger, auch genannt. Auch ein wunderschöner Zug. So, der macht die Biege und zwar ziemlich flott. Und wir auch. Auf geht's nach Immenstadt. Ob ich das Szenario jetzt erfolgreich abschließe, ist jetzt erstmal Nebensache. Mir geht's um den Spaß und gleich mit der Lok umsetzen, das macht mit Sicherheit Spaß. Könnte ich mir vorstellen.
steht denn da? Was steht denn da? Wunderschön. Der Fernreisen, die Reise führt sich auf Gleis 1. Der Aufstieg befindet sich auf der rechten Seite. In Immenstadt haben wir einen Aufenthalt von 18 Minuten. Ladies and Gentlemen, die Reise führt sich auf Gleis 1. Von Montag über die Reise zu sein. Ja, ihr habt's gehört. In Immenstadt haben wir einen Aufenthalt von 18 Minuten, weil wir natürlich die Lok umdrehen müssen. Und ja, da wir ja keinen Steuerwagen besitzen, muss das halt so gemacht werden. Und darauf freue ich mich schon sehr.
So, dann lassen wir erstmal den Zeitbalken ablaufen. Und schauen, was dann passiert. So, wir sollen abkuppeln, dann werden wir das mal tun. So. Wir lösen die Bremse. So. Gleich der Zeitpack. Ja. Haben wir denn noch rot? Nee, anscheinend nicht. Dann wollen wir mal. Tja, es ist rot, aber es zeigt nicht an, dass ich irgendwie arbeiten will. Machen wir einfach mal weiter. Ich hoffe ja nicht, dass der 612er jetzt los wird. Dann gibt es ein Problem.
nichts mehr, wenn wir an unseren Zug andocken. Bremsen lösen. Los geht's. Nicht zu schnell werden. Zack, das hätten wir soweit erledigt. Wunderschön. Speichern wir das Ganze mal ab. Und fahren dann noch gut 20 Kilometer bis Kempten. Wir könnten genauso gut erstmal die Maschine ausmachen. Das dauert ja doch noch länger. So, ist doch schon gleich viel besser.
Aber hier in Immenstadt auch wunderschöne Bauten, muss man wirklich sagen. Also wenn man sich das hier mal so beguckt. So, so ist es noch besser. Pizzeria, ja, das wäre es jetzt. Sandwich. Da dasselbe. Ah ja. Da, dieses Haus sieht irgendwie so aus, als ob das gar nicht daher gehört, muss man auch ehrlich sagen. Also, so geht es mir zumindest. Also irgendwie. Naja. Ich war noch nie in Immendingen, von daher kann ich gar nicht sagen, ob das hier wirklich so aussieht oder ob es dort so wirklich so aussieht. Typisch bayerisch, oder? Typisch bayerisch das Haus. Renault Traffic. Renault Traffic. Ja, die alten, die Autos. Da, Renault Traffic. So, 6,5 Minuten haben wir noch. Und da oben der Berg. Einfach nur schön. Jetzt gehen wir mal langsam wieder runter ins Tal. Hier ist noch so eine kleine Spedition oder sowas. Und lauter Mercedes davor, Actros und so weiter und so weiter. Da steht's, Actros. Wunderschön, wunderschön. Und alle haben das gleiche Kennzeichen. Sogar die Zahlen sind gleich. Wahnsinn, nur der nicht. Der springt natürlich aus der Reihe. Da, gleiche Kennzeichen. Ist das bei den PKWs auch so? Ne, die sind alle gelb, außer der. Da ist noch ein schicker Bus. Da ist unser Zug.
So, sind jetzt noch gut 2,5 Minuten gleich. So. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Seht ihr den Regenschwinger? Also, ich weiß nicht, wer da so ein Lärm macht. Aber ein zweiter Zug steht da nicht. Schaut euch mal diese Gegend an. Wunderschön. Immenstadt von oben. Und da unten immer die gleiche Farbgebung. Immer. Blau, gelb, weiß, rot, weiß. Wunderschön. Es ist einfach nur geil. So, damit es auch gleich mal Zeit, die Maschine wieder anzuwerfen. Das heißt, wir werden uns mal langsam wieder zum Bahnhof begeben. So, eine Minute ist Abfahrt, das heißt, start the engine. Wunderschön, oder? Mega geil. Ich liebe das. So, wir haben aber noch Rot. Das heißt, haben wir keine Ausfahrt. Wir werden uns mal langsam in die Nähe begeben. So, dann schauen wir mal, warum wir Rot haben, wo unser Gleis irgendwie besetzt ist. So, da sind wir. Wir haben Fahrweg. Sobald ich das hier sehen kann, ist sonst auch nichts im Weg. Da frage ich mich doch. Es ist eh zweigleisig, warum wir Rot haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Überholen will uns auch keiner. Dann würde ich sagen, ist das wieder mal ein Bug. Und ihr wisst, was ich da mache. Ich riskiere es. Auf geht's.
Das Schicksal nimmt seinen Lauf. So, dann kommt gleich auch endlich mal die höheren Geschwindigkeiten. Kurzes Stück 80, dann dürfen wir endlich die volle Motorleistung aufdrehen. Wunderschön, herrlich.
das richtig? Upsala. Upsala. Steht einer. Also der hat eine Bremse. Ist einfach ein wenig zu stark, finde ich. Übrigens, das Szenario stammt von dem guten Dome. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle. Grüße gehen raus. An sich ein sehr schönes Szenario, muss ich wirklich sagen. Also das Szenario stammt von Dome. So, wir nähern uns dann noch so langsam unserer Endstation Captain. Und, ja, bis auf den ersten Stopp in Oberstdorf hat eigentlich alles relativ gut geklappt. Leider wird uns dieses X ganz am Anfang den Erfolg vermiesen, aber wie gesagt, das ist nebensächlich und für mich steht der Spaß im Vordergrund und mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zusehen. Und wenn ihr das nachspielen wollt, das Ganze nennt sich IC 2084 und stammt von Dome.
zu finden bei RedSim. Und unter der Aufgabe Allgäubahn. Und ja, ist da kostenlos downzuladen. Also mir hat es Spaß gemacht. Schöner Zeitvertreib. Endlich mal wieder Diesel. Und ja, Diesel vor einem IC gibt es nicht so oft in Train Simulator. Und von daher finde ich das ganz, ganz angebracht und ganz in Ordnung. Und mir hat es gefallen. Schreibt gerne eure Meinung dazu, wie ihr das fandet. Und ja. So, ich glaube, wenn ich mal ein bisschen Tempo gleich rausnehmen, weil wir eben nicht mal mehr 2 Kilometer da sind. Und jetzt mal ein wenig. Ist mit Sicherheit angebracht. Es sei denn, wir fahren geradeaus. Wir fahren geradeaus. Umso besser. So, dann werden wir natürlich schön hier an den Bahnsteig ranfahren, dass auch alle Wagen im Bahnsteig stehen oder am Bahnsteig, heißt es ja viel mehr. Wenig können wir noch ziehen. Da kommt auch ein wunderschöner Zug. So, wir öffnen die Türen und ich würde sagen, wir machen auch die Maschine hier aus. Ich glaube, dann versteht ihr mich auch besser. So. Damit endet dieses Szenario und auch dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Habt Spaß, habt bei dem, was ihr tut sowieso Spaß und für die, die Ferien haben, schöne Ferien. Für die, die Urlaub haben, schönen Urlaub. Alle anderen, wir kommen schon durch die Woche und bis nächste Woche Samstag. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer der Denny Spieters. Macht's gut. Tschüss.